Wir haben wieder coole Gäste bei Radio Gong, wie immer. Und diesmal aus der Reihe der vielen großen schwedischen Künstler, die es momentan gibt. Miriam Bryant bei mir hier im Studio. Hi. Sweden is big right now. I mean, there's so many Swedish artists that we play, and you're like right in the middle of this. How does that feel right now? It feels great. Thank you for playing my song. And do you listen to all the other Swedish artists that are out there right now? I listen to a lot of Swedish music, like sung in Swedish. At the moment, I listen a lot to Veronica Maggio, and she sings in Swedish. And the English singing Swedes. Like, as in... Ja, also ich höre vor allem auch schwedische Künstler, die schwedisch singen. Also da gibt es viele, die ich auch sehr gerne mag, aber beispielsweise die englischen wie Licky Lee zum Beispiel, die finde ich auch sehr, sehr cool. Also die mag ich ja total gerne. Und die Swedish House Mafia, die machen momentan auch eine Tour. You are not only Swedish, though. You grew up there, but actually you're Finnish, English, Swedish. Finnish and English, yeah. So that's a complete mixture. Yes. What is more, I mean, Finnish is a hard language, isn't it? It is, yes. It's very hard. But I try. I manage. Can you speak Finnish, really? Yes, I do. Fluently, right? Yeah. So you can say, hi, this is Miriam Bryant, and you're listening to Radio Gong in Swedish, Finnish. Yes, I can. Go ahead. Hey, mun nimi on Miriam Bryant, ja sä kuuntelet Radio Gongia. Your first song that you ever wrote is Finders Keepers. Yes. Basically, it was the first. Also es ist der erste Song, den wir geschrieben haben, aber der dritte Song, den wir aufgenommen haben, und deswegen hieß es eigentlich Nummer 3. How does that feel? The first song you write is already really it's a sensation. Well, I mean, of course it feels. I'm not sure, like how big. Also das ist schon natürlich eine große Sache, dass der erste Song gleich so erfolgreich war, obwohl ich ja gar nicht weiß, wie erfolgreich das Ganze ja ist, weil ich nicht so häufig in Deutschland bin, nur ab und zu, aber wir kommen gerade aus Baden-Baden und da unten scheint es ja auch Nummer 1 dort zu sein. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn man schon gleich so erfolgreich ist. Das war der neueste Hit aus Schweden, Miriam Bryant hier auf Radio Gong. Tschüss, I guess. Ja, tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.